Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind in aller Munde, auch wenn es ums Reisen geht. Umweltfreundliches Fliegen ist zwar derzeit noch ein ferner Traum, dennoch gibt es Möglichkeiten, die eigene Flugreise nachhaltiger zu gestalten. Erstens: Direktflüge wählen. Der meiste Treibstoff beim Fliegen wird beim Starten und Landen verbraucht. Wer seinen ökologischen Fußabdruck möglichst gering halten möchte, sollte einen Flug ohne Zwischenlandung buchen. Zweitens: Leichtes Gepäck. Wer mit wenig Gepäck reist, vermeidet nicht nur schweres und lästiges Tragen, sondern sorgt auch dafür, dass die Umwelt geschont wird. Denn je weniger Gewicht beim Fliegen, desto weniger Treibstoff wird gebraucht. Größere Flugzeuge und mehr Fluggewicht bedeuten hingegen mehr Emissionen bei Start und Landung. Drittens: Kompensation. Reisende können außerdem etwas für die Umwelt tun, indem sie ihren Flug kompensieren. Seit einiger Zeit gibt es sogenannte CO2-Kompensationsdienstleister. Die Idee dahinter ist es, beim Flug ausgestoßene CO2-Mengen an anderer Stelle einzusparen. Die Spenden werden zum Beispiel für die Anpflanzung von Bäumen, die Installation von Solarenergie oder die Bereitstellung erneuerbarer Energieressourcen für arme Länder genutzt.